Lemgo ist ja bekanntlich eine alte Hansestadt. Aber gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut arbeiten hier auch Studierende der Hochschule Ostwestfalen-Lippe an der digitalen Zukunft. Und darüber spreche ich jetzt mit Maurice von Lemgo Digital. Grüß dich, Maurice. Hi. Maurice, worum ging es in dem Projekt, an dem du mitgewirkt hast? Es ging darum, in Lemgo ein freies WLAN-Netzwerk aufzubauen. Okay, und was hat dir besonders gut daran gefallen? Besonders gut gefallen hat mir, dass wir den Theorieteil in Praxis umsetzen konnten und mehr Praxis geht gar nicht mehr im Studium. Und schön war, dass wir Studierenden das selber umsetzen konnten. Und inwiefern profitieren jetzt quasi auch die Lemgoer Bürger von dem, was ihr hier in Lemgo gemacht habt? Ja, es profitieren nicht nur die Lemgoer Bürger, sondern alle Leute, die auch in der Mittelstraße sind und sich ins kostenlose WLAN einwählen möchten und mal kurz etwas nachrecherchieren wollen oder einfach nur im Internet surfen möchten. Sicher dir deinen Platz.